So, 5 Minuten haben wir Zeit aufzunehmen. Ja, da müssen wir die Zeit aber auch gut nutzen. Moin Leute, was geht? Mein Name ist DudoGamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen heute zu einem neuen Real-Life-Video. Ich habe heute mal wieder viel vorbereitet, und zwar ein Thema über behinderte Leute. Es war so, damals war ich auf der Schule und da habe ich mal ein bisschen drüber geredet. Naja, nicht geredet, sondern ich habe mich mit behinderten Leuten eigentlich angefreundet. Bisschen geistig verwirrt, klar, aber ganz liebe Leute. Das war so, am Anfang hatte ich ganz normale Freunde, die nicht behindert waren. Ich bin mit der abgehangen und habe natürlich durch Zufall diese paar, es war eine Gruppe von Behinderten getroffen da, die in der Schule immer ausgegrenzt wurden. Ein bisschen mit denen unterhalten durch Zufall, als in so einem Pausensnackautomaten so. Oh, ganz nett, ganz lieb und so. Und habe mit denen halt einfach ein bisschen abgehangen. So, da kamen meine anderen Freunde, die gesagt haben: Hey, du Spast, Alter, was hängst du mit diesen Krüppeln ab, Alter? Voll eklig. Und ja, gut. Als ich das gehört habe, habe ich mich für die Behinderten entschieden. Habe dann immer mit denen abgehangen und habe natürlich diese Ausgrenzung gemerkt. Ich selbst wurde ausgegrenzt von den anderen, weil ich eben mit denen abgehangen bin. Hat mich natürlich total verletzt, ganz klar, natürlich verletzt das einen. Wäre ja auch blöd, wenn das einem, wenn man echt kein Mensch, wenn das einem kalt lassen würde. Diese Verachtung, weil man mit diesen Leuten abhängt oder weil man behindert ist, das ist doch einfach ganz traurig. Also wirklich ganz traurig. Das ist die Diskriminierung. Und die habe ich ja wirklich erlebt. Und das sind nicht so Einzelfälle, sondern das sind ja dann schon mal die guten 90%. 95%. Wollen wir echte realistische Zahlen aussprechen? Das sieht man wieder. Menschlichkeit fehlt einfach. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ne? Aber man muss keiner sagen, dass einer menschlich ist. Ne? Aber Behinderte ausgrenzen. Dem gebe ich's, Alter. Der kommt dann noch mit menschlich, macht dann noch einen Vortrag über Frieden, aber grenzt Behinderte aus in der Schule. Also da flippe ich manchmal aus, tut mir leid. Auf jeden Fall wollte ich sagen hier, dass sich alle Leute ficken sollen, die Behinderte diskriminieren. Und denke ich mal, das ist die beste Botschaft, die man machen kann. Und ja, verzweifelt nicht und hängt mal mit ein paar Behinderten ab. Das sind ganz coole Leute. Haut rein, bis dann, ciao.